Aber bleiben wir mal bei der Frage der langfristigen Tragbarkeit einer solchen Politik. Darum scheren sich die gegenwärtigen Politiker überhaupt nicht. Sie haben sich nicht darum gekümmert in der Zeit der Großen Koalition mit Frau Merkel. Und auch jetzt scheint die Erhöhung der Netto-Neuverschuldung um 200 Milliarden Euro kein Stirnrunzeln beim sogenannten liberalen Finanzminister ausgelöst zu haben. Doch, er will doch die Schuldenbremse beibehalten. Das ist eine formale Geschichte. Tatsache ist, dass ökonomisch betrachtet Deutschland mit diesem Doppelwups seine finanzwirtschaftliche Solidität und Bonität gefährdet. Und es kommt hinzu, dass eine solche Politik, also insbesondere zur Kompensation von Energiepreiserhöhungen, ja nicht wiederholbar ist. Sie können das ja nicht alle Jahre machen. Das heißt, man hat überhaupt nicht daran gedacht, wie man mittelfristig die Energiebeschaffung verbilligt durch eine Energieaußenwirtschaftspolitik, sondern hat nur gesehen, aus Russland kommt demnächst kein Gas mehr, aus unterschiedlichen Gründen, über die wir hier nicht zu diskutieren haben. Jetzt müssen wir überall woanders kaufen und zwischenzeitlich finanzieren wir die Teuerungsraten. Das ist alles andere als nachhaltige Politik, sondern ist eine Politik des Schweigegelds. Herr Habeck, man stelle sich das vor, hat am 24. Februar am Tag der Invasion in der Ukraine auf die Frage geantwortet, ob die Energieversorgung sicher ist. Ja, wenige Tage später musste er... Das hat Frau Merkel mit Herrn Steinbrück auch gesagt in der Finanzkrise. Ja, also ich glaube diesen Leuten nicht mehr. Das ist vielleicht der schlimmste Effekt dieser demokratischen Parteienpropaganda. Die Legitimität des Herrschaftssystems der Bundesrepublik Deutschland steht zunehmend in Frage. Die Menschen verstehen das nicht mehr und können das nicht mehr nachvollziehen. Und deshalb ist es auch so bemerkenswert schlimm, dass man dieses Schweigegeld, ich nenne es mal, dieses politische Schweigegeld, Sie haben gesagt, diesen Lolli, dann auch noch kreditfinanziert, um die Menschen ruhig zu halten, um über den Winter zu kommen.